Ein bisschen Assistenz. Hast du auch Besuch hier? Nee, Rainer kommt gleich und er hat schon gesagt, er wird ganz still sein. So. Guten Abend, hallo Katrin. Jetzt sind wir on air. Jetzt sind wir on air. Also mit, Oh yeah. Also. mein Gott. Warte, hier kann man doch so, guck mal, hier so. Ah, ja, das kann ich noch nicht. Das kann ich noch nicht. Warte mal, wo macht man das? Hallo. Reaktion. Ja, genau. Hey. Also das ist hier die allererste Taz-TV-Sendung. Wir haben es Taz-Digilab genannt. Wir hatten eben bei der Probe schon probiert, aber mein Wunsch ist da frustriert worden, dass wir das entscheidende Lied dieser Tage, A Change Is Gonna Come von Sam Cooke, spielen. Wobei ich nicht unerwähnt lassen will, dass natürlich die genialische Version von der wirklich auf ewig adorablen Aretha Franklin gesungen wurde. Das ist ein Hymnus der US-amerikanischen Bürgerrechtsbewegung. Ein Wechsel deutet sich an, ist im Schwange, passiert gerade. Und heute haben wir ein Gespräch gegen das Müssen. Das ist eine Idee, die uns kein Konzeptbüro unterbreitet hat. Katrin Gottschalk und ich haben das bei, glaube ich, gefühlt 3,5 Telefonaten und einer Zigarette auf dem Taz-Balkon in unserer Etage uns ausgedacht. Hier sind wir und wir möchten, dass es für Sie und für euch unterhaltsam ist. Genau, A Change Is Gonna Come passt ja zum Tazlab, aber gerade diese Zeit, in der wir sind, fühlt sich ja gar nicht nach Change an, sondern eher so nach Stillstand. Ich meine, du sitzt vor deiner Bücherwand, wie schon die letzten Tage. Ich sitze hier in meiner Ecke wie die letzten Tage. Ich habe das Gefühl, es gibt nicht so viel Varianz gerade. Kommt ein bisschen darauf an, was man unter Stillstand versteht. Ich finde, das ist so, ich bin normalerweise kein Freund der Theorien von Hartmut Rosa, dem Soziologen aus Jena, der dauernd Entschleunigung fordert. Ich bin nie ein Freund von Entschleunigung gewesen und jetzt erleben wir sie und ich selbst natürlich auch zwangsweise. Und es ist plötzlich auch eine andere Lust zu arbeiten. Man muss sich plötzlich an Techniken gewöhnen, Zoom oder Jitsi oder was es da auch immer noch an digitalen Konferenzformaten gibt. Aber man hat auch eine andere Ruhe, weil man plötzlich nichts mehr muss. Also man muss nicht mehr 500 Leute die Woche treffen, sondern man kann es eben ganz gezielt machen. Und ja, nimmst du das nicht ähnlich wahr? Naja, wir müssen ja schon noch arbeiten. Also ich finde Ja. sozusagen, ich empfinde so ein gewisses Traurigkeitsgefühl immer, wenn ich dann so auf Instagram bin und halt so die Leute sehe, die dann plötzlich so viel Zeit haben, weil sie zu Hause sind. Und ich denke mir so, eigentlich bin ich halt zwar zu Hause, aber ich bin ja die ganze Zeit am Arbeiten und dann bin ich abends fertig und gucke Netflix genauso wie vorher. Und ja. Aber du, Jan, was mir gerade einfällt, so zum Thema müssen, vielleicht sollten wir den Leuten sagen, warum wir glauben, dass sie uns zuhören sollten. Ich meine, kennt uns irgendwer? Sie müssen gar nicht zugucken. Wir wünschen uns das. Also so Ja. wie das beim Tazlab, das ist ja ein Format, das wir vor 11, 12 Jahren erfunden hatten. Das war ja damals wirklich ein Change für die Taz. Das war auch das Jahr der Erfindung der späteren Taz am Wochenende. Das war ein Angebot, dass wir als Community und darüber hinaus zusammenkommen. Und da gibt es natürlich auch kein Müssen. Wir können immer nur wieder mit unseren inhaltlichen Angeboten verführen. Und wir wollen heute über lebenswichtige Belanglosigkeiten sprechen, also über das, worüber die Leute eigentlich unentwegt reden. Also so dieser, ich nenne es mal Wichtigismus, ist ja eigentlich immer nur eine offizielle Behauptung. Und ich würde meinen, man arbeitet zu Hause intensiver, länger und profunder beinahe. Und ohne Pinkelpause.
Das ist das, also ich finde, diese ganzen Zoom-Konferenzen führen dazu, dass ich weniger Pausen mache und dann keinen Kaffee trinke, keine Stulle esse und irgendwie nicht auf Toilette gehe, weil man die ganze Zeit an diesem Bildschirm gefesselt ist und die Leute können ja auch permanent sehen, was man tut. Also in so der größeren Konferenz kannst du mal kurz auf dem Handy so checken, was so sonst noch passiert. Aber jetzt, dann muss man dann gleich die Kamera ausmachen und das ist super verdächtig. Ja, ich hatte neulich einen Anruf gekriegt, das war von Babs Junge. Und da habe ich gedacht, ah, naja, da muss ich jetzt mal ran. Und dann bin ich dann irgendwie von den anderen sieben, die da in der Zoom-Konferenz waren, auch wirklich mit ziemlich bösen Blicken gemaßregelt worden. Also ich hatte Ton abgestellt. Das geht alles nicht. Ich finde, Zoom ist eigentlich was ganz Angenehmes. Und zugleich ist man hinterher viel erschöpfter. Also so, weil man viel krasser fokussiert war. Die Erfahrung höre ich jetzt nicht nur aus der Taz, also quasi von unserer Jobfläche, höre ich von vielen anderen Leuten auch. Und zu Hause bedeutet eben nicht, dass man nicht arbeitet. Das bedeutet das in meinem Fall natürlich auch nicht. Aber so bestimmte kommunikative, nenne ich das jetzt mal so pseudo-vornehm, Module entfallen. Also so, dass man plötzlich im Flur jemandem zufällig begegnet und am Ende des Tages stellt sich raus, genau aus dieser Zufallsbegegnung heraus ist ein wunderbares Projekt oder ein Artikel entstanden oder geboren worden. Das gibt es so in der Weise alles nicht mehr. Du bist ja eigentlich auch so der König der Zufallsbegegnung. Also ich habe immer das Gefühl, wenn wir uns zufällig begegnen, hast du auch immer gleich ein Thema, was du gerne anbringen möchtest. Oder da ist immer sozusagen gleich so eine Gesprächsidee da. Ich bin da so ein bisschen störrischer. Mir fällt dann so ein Hi, wie geht's? Fällt mir dann noch ein. Aber du bist dann immer gleich on. Also so. Naja, das hängt natürlich ein bisschen damit zusammen, mit wem man jetzt irgendwie bondet sein will, also auf wen man reagiert. Und auf dich reagiere ich dann eben so, ah, das ist jetzt irgendwie also so du, Katrin, sprechende Person, die ich stark wertschätze, du bist dann für mich eben auch ein gewünschter, darf ich nochmal vornehmen werden, Resonanzkörper. Ich habe das Wort untergebracht. Hast du das von Hartmut Rosa gelernt? Nee, das wusste ich schon vorher. Aber also man kann sich ja wahnsinnig viele tolle Worte neu zusammenschrauben, wenn man sich nur so ein bisschen fließen lässt. Aber bei den Themen ist das so, ich habe biografisch gesehen, habe ich mir das lange nicht zugetraut, Journalist zu sein, aber so dieses unter Themenmangel leiden. Also die Seite ist leer, oh mein Gott, ich kriege gleich einen Nervenzusammenbruch, das hatte ich nie. Also so Themen gibt es immer. Und was mir bei Corona, was ich an der gestrigen Bundestagsdebatte sehr beeindruckend fand, ich habe mich erst gesträubt, ihn gut zu finden. Das fand ich Christian Lindner. Und zwar, weil er sich hinstellte und gegen diese monströse Allianz von Vernunft, also zu der ich ja auch gehöre, plötzlich sagte, der politische Konsens ist aufgekündigt und jetzt streiten wir wieder politisch. Es gibt hier wieder Dinge, über die wir unbedingt streiten müssen. Und das hat mir bei dem ganzen Geschmuse gut gefallen. Mir haben auch die Konflikte Laschet, Söder, manchmal war da auch Malu Dreyer dabei und ganz manchmal auch Manuela Schwesig und Winfried Kretschmann. Das finde ich gut. Also nur weil da jetzt so ein Virus ist, der in der Tat gefährlicher ist, als manche sich das ausmalen möchten, heißt das noch lange nicht, dass politische Konflikte inexistent sind. Nö, also ich finde das auch, also ich kann verstehen, wenn du sagst, dass du halt dich freust, wenn es da sozusagen mehr politische Debatte gibt. Aber ich fand inhaltlich das doch totalen Murks, von dieser App da zu träumen und so digital bedenken second. Und dann irgendwie, also für mich wäre halt eigentlich das Logische, also ich sehe es ja hier in Berlin, ja, die Sonne scheint. Leute haben das Wort Lockerung in den Mund genommen und die Parks sind voll, also so voll war der Tiergarten, keine Ahnung, CSD wahrscheinlich schon, aber also es ist einfach so wahnsinnig eng und die Leute tragen keine Schutzmaske und ich denke mir so, das wäre doch so einfach. Also ich kann das nicht von anderen Orten beurteilen, aber zumindest in Berlin
kriegst du ja mittlerweile an ganz vielen Ecken diese ganz einfachen Stoffmasken. Ich finde halt sozusagen, da jetzt mit so einer App daherzukommen, wo man eigentlich so ein relativ einfaches und dann doch auch wirksames Instrument zur Hand hätte, finde ich halt inhaltlich einfach Quatsch. Ich fände das mit der Tracking-App eigentlich ganz gut. Ich bin allerdings, das mag jetzt eine Charakterschwäche sein, ohnehin nicht so unentwegt befürchtet, dass meine Daten zu ganz finsteren Zwecken abgegriffen werden könnten. Vielleicht ist das zu sorglos. Aber ich finde das eigentlich gesundheitsdemokratisch verkraftbar, wenn man sich auf eine Technologie einigen könnte. Und es muss eine große Technologie, es muss eine Massen-App sein, bei der irgendwie völlig klar ist, man kann sich informieren und wird wenigstens über einen anonymisierten Weg informiert, dass man sich jetzt besser mal um einen Test also kümmern sollte. Also zumal wir wissen, dass die Virenhöchstlast bei einem Träger, bei einer Trägerin einen Tag vor Ausbruch der Symptome eigentlich vorhanden ist, ist das keine schlechte Idee. Ich wollte nur darauf hinaus, Corona bedeutet nicht plötzlich irgendwie, dass alles nur Corona ist, sondern da hängen auch alle möglichen politischen Konflikte dran. Und ich glaube, der Punkt, der mich in den letzten Wochen am meisten genervt hat, im Übrigen auch in der Taz, in Berichterstattung, ist, dass unentwegt von Abitur die Rede war und Abiturienten und Abiturientinnen. Ich weiß, dass das die gewöhnliche Schulform inzwischen in der Bundesrepublik ist, aber es sind alle anderen auch in Prüfungsstresssituationen, die jetzt gerade schwer gefährdet werden. Also Hauptschüler, Realschüler, im Übrigen Gesellinnen und Gesellenprüfungen, Leute, die im Übrigen jetzt auch Flüchtlingssprachkurse, das ist alles suspendiert, das ist alles in eine rechtliche Grauzone gerückt worden und wir erfahren darüber nicht. Stattdessen sehen wir unentwegt irgendwie abiturielle Sorgen. Das ist so für mich schwer hinnehmbar, dass es hier eigentlich so eine krasse Mittelschichtsgeschmeißberichterstattung geworden ist. Nee, das ist doch total verkürzt. Also wir hatten doch letzte Woche gerade in der Taz diese tolle Geschichte von Anna Lehmann über so Zugänglichkeit von Laptops, gerade für Schüler mit aus Elternhäusern mit weniger Geld und so. Also ich finde das wieder schon auch auf Schülerinnen und Schüler gucken, die jetzt nicht nur aus dem Akademikerhaushalt kommen oder nur Abitur machen? Naja, das sollen sie machen. Da kann ich nur sagen, jeder und jedem ein herzliches Glückwunsch. Und die Geschichte von Anna Lehmann war auch gut. Da kann man dann auch gleich anknüpfen, diese Karliczek-Geschichte. Ich glaube, das ist auf ihr Mist gewachsen, obwohl sie da eigentlich im Kabinett eher in der dritten Reihe ist. 150 € Zuschuss für so ein iPad, also kann ich nur sagen, das ist ja nicht mal komisch, das ist nicht mal witzig, das ist einfach nur skandalös. Mhm. Wenn ich denn mitkriege, dass wahnsinnig, das kriege ich aus meiner Heimatstadt und der Stadt meines Mannes Hamburg, kriege ich das mit, wenn ich höre, dass Schülerinnen und Schüler gerade aus migrantischen Kontexten, also in ihrem ganzen Ehrgeiz alleine schon durch diese materielle Minderausstattung gebremst werden, dann werde ich wütend. Also da kann ich nicht nur sagen irgendwie, oh ja, das berührt jetzt meine Gefühle irgendwie auch so ein bisschen irgendwie. Nee, das ist scheiße. Mhm. Und dann sieht man irgendwie in ARD extra, sieht man dann irgendwie die ganzen Schülerinnen und Schüler, die dann gerade so Digi unterstützt durch die Eltern zwischen Blockflötenunterricht und Klavieretüden, denn das gerade irgendwie noch perfekt hinkriegen. Also das berührt bei mir so alte und dennoch hin und wieder frische Klassenhassgefühle. Aber kannst du das verstehen? Also warum? Du kannst jetzt immer wieder sagen, das sei jetzt zu spitz. Sag nochmal verkürzt. Ja, nee, ich würde gerne verstehen. Also was macht den Klassenhass? Also dich stört denn die Berichterstattung? Also wenn du jetzt so einen Bericht siehst,
Ja, du hast ja gerade eine ganz, ja, aber du hast ja ganz, einen ganz konkreten Bericht gerade beschrieben. Wieso löst er, weil du halt denkst, warum berichtet ihr nicht über die anderen? Warum muss ich mir jetzt diese Akademikerschnallen angucken? Nein, ich sitze natürlich erstmal da und denke, naja, klar, in den Nachrichten- und Feature-Redaktionen der öffentlich-rechtlichen Medien macht man erstmal das Naheliegende. Also man holt sich Leute ran, die, über die man dann was bildlich macht, die man irgendwie so kennt. Also das sind nun mal einfach so passabel bis sehr gut verdienende Leute und ihre Kinder. Was mich anmacht, ist, dass eigentlich viel heftiger gerade jene Millionen Heranwachsenden und Kinder in den Blick genommen werden müssen, die extrem bildungsambitioniert sind und diese Ansprüche im Moment nicht erfüllen können, weil es ihnen am Geld fehlt, an den materiellen Voraussetzungen im eigenen Elternhaus und weil ich finde, dass auch diese Notdienste in den Schulen für viel zu wenig Leute offen gehalten werden. Und ich wohne nun mal in Neukölln. Ich kenne hier einfach das Alltagsleben auch so ein bisschen vom Gucken und vom Hören aus den Schulen. Und das finde ich ganz erheblich mangelhaft, was hier an kultureller Schattenstellung eigentlich gerade stattfindet. Hm. Ich bin übrigens neidisch auf dich. Was? Neidisch? Warum? Ja, weil du ein Rosé trinkst. Weil ich ein Rosé habe. Ich trinke hier nur sehr geschmackvolles Mineralwasser. Ein Mineralwasser. Musst du aufpassen, dass du nicht aufstößt. Ja, und was mir dann noch bei Corona auffällt, und darüber müssen wir auch sprechen, darüber hat unser Kollege Martin Reichert schon Stücke geschrieben, und das ist aber noch nicht ausreichend. Eigentlich fehlt noch mal so ein richtig diskursiver Überblick über das, was in den frühen bis mittleren 80er Jahren die AIDS-Epidemie war. Ich war dabei, es war eine gruselige Zeit. Gott sei Dank könnte man sagen, die Liberalen und Menschenfreundlichen hatten damals den Kampf gewonnen. Also eine Ministerin wie Rita Süssmuth, ein Ermöglicher wie der CDU-Politiker Heiner Geißler, der denn irgendwie die Front der Alarmisten und der pseudoreligiösen Aufheizer mit Ressentiments wie Peter Gauweiler zurückdrängen konnten. Und das ging natürlich, das wäre überhaupt nicht möglich gewesen, ohne eine Schwulenbewegung, also gerade mit den ganzen vielen jungen Aktivisten, die sehr wach war und eine sehr breite gesundheitsdemokratische Bewegung am Beispiel dieser Epidemie gebildet hat. Und ich finde, dass es Parallelen zu heute gibt insofern, als wir eigentlich von diesen alarmistischen Stimmen so gut wie überhaupt keine mehr öffentlich vernehmen müssen. Das finde ich einen starken Fortschritt. Ich hatte da, ich suche hier gerade parallel den Link raus, aber ich finde ihn leider nicht. Vielleicht kann jemand bei Facebook von den Leuten, die uns zuhören, da ergänzen. Es gibt so eine Philosophengruppe aus Frankfurt, die machen so eine Reihe, hier, ich habe es gefunden, der Frankfurter Arbeitskreis, die lesen so bei YouTube so Texte von sich vor, das heißt dann Corona-Glossar. Und da war Daniel Loik, kennst du den, Jan? Nee. Ich kannte den auch nicht. Und der hat so einen Text vorgelesen zum Thema Sicherheit und hat sozusagen für so einen queeren Sicherheitsbegriff plädiert und leitet und kommt da im Prinzip von dem Umgang der schwulen Community mit AIDS her. Also sozusagen, das ganz lange ja diese Phase war, krass, da ist eine Gefahr. Und die Weise, sie zu vermeiden, ist irgendwie keinen Sex mit verschiedenen Leuten zu haben, bestimmte, weiß nicht, Sexpraktiken nicht zu machen oder so. Und dass dann halt so die schwule Community aber gesagt hat, wir wollen aber lernen, mit dieser Gefahr zu leben, und sich dann damit halt beschäftigt hat, wie, was kann man denn tun,
um sich zu schützen und was sind jetzt genau die Ansteckungswege und so weiter und ist Küssen okay oder nicht und so weiter. Und das fand ich total spannend und das passt irgendwie auch zu dieser Corona-Zeit, dass es ja irgendwie darum geht, mit der Gefahr zu leben und sich nicht einfach im Haus zu verstecken und zu warten, dass es irgendwie vorbei ist, aber man muss halt genau, achtsam sein, deswegen wieder Mundschutz und so und sich gegenseitig schützen, damit man wieder in den Alltag kommen kann. Das fand ich total spannend. Ja, es war aber damals auch so, es gab ja religiöse Kreise, die waren damals nur selten stark in der Öffentlichkeit zu hören, die das für eine Strafe gegen die Schwulen gehalten haben. In den USA war es viel vernehmlicher. Und es gab natürlich Leute, die bei Trost waren, also die halbwegs so ihre Vernunftkategorien noch parat hatten. Ich glaube, ich selber gehörte mit dazu. Ich kam aus einem oder ich komme aus einem Elternhaus von Krankenpflegern und Krankenschwestern. So medizinisches, vernünftiges ist mir nicht ganz und gar unvertraut. Und ich wusste, dass das irgendwie was mit körperlichen Übertragungswegen zu tun haben muss, also mit irgendwie Schleimhäuten und mit Blut und so weiter. Und dass das eigentlich mit religiösen Aufladungen gar nichts zu tun hat. Und dennoch war das so, dass auch in der schwulen Community so ein Gefühl da war, irgendwie werden wir jetzt heimgesucht von dem, was man irgendwie Aversion nennen könnte. Und das berührte eben auch viele psychische Schichten von Selbsthomophobie. Das ist denn, man könnte sagen, kollektiv sei damals wesentlich mit abgetragen worden. Und ich bin sehr froh, dass wir in Corona, im Übrigen auch durch meinen virologischen Halbgott, Christian Drosten, dass wir auf so eine wissenschaftsaffine Art ins Bild gesetzt werden, was da geht und was nicht. Und zwar, wie das gut demokratisch immer läuft, Step by Step. Möglicherweise müssen wir morgen unsere Theorie schon wieder umkegeln oder unsere Annahme revidieren, dass man eigentlich Tag für Tag ist nur so schlau, wie man irgend sein kann. Das gefällt mir, es beruhigt mich psychisch wahnsinnig. Ja, was ja irgendwie auch schon öfter so erwähnt wurde, ist, dass es irgendwie auch ganz schön ist, dass in dieser Zeit der Zweifel so gegenwärtig ist und auch so sichtbar ist und irgendwie auch transparent gemacht wird. Also ist tatsächlich irgendwie so eine ganz, naja, finde ich schon eine schöne Entwicklung, dass auch Politikerinnen und Politiker eben auch offen zugeben, dass es Zweifel gibt, dass sie nicht alles wissen, dass es neue Erkenntnisse geben kann. Und das ist ja was, was vorher eigentlich gar nicht okay war. Da ging es immer nur darum, der eine hat die Meinung und setzt sich jetzt in irgendeine Talkshow und die andere hat die Meinung und dann geht es halt so gegeneinander. Ja. Aber so dieses kurze gedankliche Zweifeln, vielleicht weiß ich ja doch nicht alles. Und es gibt Informationen auf dieser Erde, die dazu führen, dass ich irgendwie meine Regeln im Kopf irgendwie nochmal durcheinander bringen lassen. Genau, das war vorher ja nicht so präsent. Das ist jetzt ganz schön. Also wobei man ja sagen muss, dass der kurioseste Spökenkicker, und das ist zugleich ja auch was ganz Gruseliges, ja Donald Trump ist, also der jetzt, wenn ich konnte das gar nicht glauben. Ich dachte, das ist aus irgendeiner Spitting-Off-Comedy-Geschichte, der ja ernsthaft plötzlich für möglich hielt, dass man durch starke Sonnenbankbestrahlung, irgendwie sowas, oder durch die Einnahme von Desinfektionsmitteln auf dem Wege zu einem antiviralen Mittel sei. Also da habe ich irgendwie gedacht, warum bricht da nicht kollektives Gelächter aus? Also das ist im Übrigen ja auch gefährlich. Aber das ist ja in Mitteleuropa, wenn man so will, im EU-Kontext, sind das ja keine Stimmen, die in irgendeiner Form Relevanz haben. Das ist auch das beruhigend. Mm. Ja, das stimmt. Ja, stimmt. Also genau, von Donald Trump kriegt man so ein paar Blüten mit, aber insgesamt ja doch recht wenig. Was irgendwie ganz beruhigend ist, natürlich total beunruhigend ist, die Infektions- und die Sterberate in den USA. Ja. Ja, irgendwie ist es gerade ganz nett, in Deutschland zu sein, ich sage.
Ja, ich würde, ich, das, man, es wäre jetzt, also man hat hier irgendwie offenbar früh den Radar angehabt und dann registriert. Und plötzlich, wo du das erwähnst mit den Talkshows, ich habe eigentlich bis vor Corona so gut wie nie Talkshows geguckt, weil das war irgendwie völlig klar, da sitzt jetzt irgendwie Altmaier und der sagt jetzt das und daraufhin kommt dann Olaf Scholz und der sagt das. Das war immer so völlig klar. Das ist so einer üblichen, öden Politphysik unterworfen. Und jetzt, wo unentwichtig die Kategorie des Zweifels wirksam sein muss, werden selbst diese Gesprächssendungen seltsam interessant. Also außer, dass ich mich weigere, wenn da in einer Sendung da zwei CDU-Minister rumsitzen, plus womöglich noch Alexander Kekulé. Also das ist ja auch im Moment der größte Alarmist, der seine Auffassung eigentlich so gut wie täglich wechselt. Also das tue ich mir nicht an. Aber so dieses, ich finde, das ist sehr angenehm, was viele Frauen und Männer da zu sagen haben und das in der Regel in einem guten Ton. Ja, und es ist aber auch gut, dass diese Anfangszeit vorbei ist, wo sich alle so furchtbar einig waren. Das war wiederum dann schon auch ein bisschen langweilig. Also sozusagen als die Talkshows mehr so Informationsveranstaltungen für die Bevölkerung waren. Ja. Das finde ich schon gut, dass sich das jetzt so ein bisschen, also dass es schon Diskussionen gibt. Ja. Es muss auch ein bisschen zickiger werden. Ja. Jan, wir reden jetzt schon, wir reden doch so. Wir wollten total eigentlich gar nicht über Corinne. Ja. Ich finde, das geht hier irgendwie total in die falsche Richtung. Aber ist auch okay. Sind wir nicht beides so eher ernsthafte Menschen oder? Was? Ja, das hatte ich gehofft, dass du so einen Gesichtsausdruck hast. Nee, aber du hast immer noch nicht Tiger King gesehen, oder? Hast du es jetzt geguckt? Doch, ich habe heute eine Folge gesehen und da habe ich gedacht, warum soll ich eine Serie sehen auf Netflix mit Tigern und Löwen? Das ist eher so eine, also ich mag Katzen ohnehin nicht so gerne und große Katzen schon gar nicht. Aber das ist wirklich ultra bizarr und es hat mir wahnsinnig gut gefallen. Und das ist eine gute Schnitttechnik gewesen, aber das ist jetzt schon so ein blödes technisches Detail. Ich werde in so eine Geschichte reingezwungen, auf die ich eigentlich gar nicht scharf war, sie zu erfahren. Und jetzt ist es gut. Und ja, danke für den Tipp. Ich wollte halt gerne unbedingt mit dir darüber sprechen, weil ich habe versucht, das vorher zu googeln, ob ich mich damit jetzt total peinlich hier preisgebe. Aber ich finde doch interessant, dieser Joe Exotic he's gay. Und dann gibt es diese Frau, die Carol Baskin. Ja. Die ist ja so ein bisschen. Gruselige Frau. Ja, genau. Die ist halt so, die wirkt halt wie so eine Second Wave-Feministin, so ein bisschen zu bieder und tut so moralisch überlegen, aber eigentlich bezahlt sie dann ihre Helferin auch nicht und so. Also die wird dann wiederum auch so als Feindbild aufgebaut und ist nicht. Der lachende Dritte, so ein anderer Tiger-Freak, der ja. So ein Heteromann, der irgendwie nur so die heißen Schnallen als Mitarbeiterin hat. Also weißt du, ist es nicht ein Gender-Thema? Natürlich ist es ein Gender-Thema. Also erstmal sieht man in Tiger Exotic, wie er sich nennt, und im Übrigen auch seinem ehemaligen Freund. Ich frage mich irgendwie, warum hat er eigentlich so gut wie keine Zähne mehr? Was ist da passiert? Weil an Armut kann es ja nicht gelegen haben. Aber der sah so, die sehen so wie schwule Männer aus, die man eigentlich so gewöhnlich nicht sieht. Also weder in queeren Kreisen noch in klassischen Barkreisen von schwulen Männern, sondern die leben da einfach so und übrigens auch auf eine interessant aggressiv nehmende Art. Also so die, wie dieser Tiger Exotic sich da also auf Waffen verlässt, das war schon erstaunlich. Und sein Gegenüber, diese Baskin, die im Übrigen als Pseudotierschützerin mindestens genauso schlimm ist charakterlich und die quasi so, du sagst so Second-Wave-Feminismus, ja. Ich würde sagen, sie weiß vermutlich, dass sie genau auf diesem feministischen Ticket prima fährt. Also das gibt ihr nochmal so einen extra tapferen Appeal. Aber die fand ich, ehrlich gesagt, viel abgefuckter. Und da fand ich diesen Tiger Exotic
wenn man so will, authentischer in seinem Wahn, sich ein Leben mit Katzen einzurichten. Und sie sagt in der ersten Folge so einen verräterischen Satz, ich hatte in meinem Leben nie Freunde. Also ich bin noch nicht zu dem Punkt gekommen, wo das aufgelöst wird. Aber ich frage mich, warum eigentlich? Also seltsam, bizarre Figuren. Aber ich finde so, also meine Kritik an der Serie wäre, eigentlich sind die alle, haben die alle einen Knall. Ja. Und die Serie schafft es aber, dass die Frau dann irgendwie die dürfste von allen ist. Und das finde ich halt irgendwie schwierig. Also ich finde, die hat jetzt nicht einen größeren Knall als hier Tiger Exotic. Die nervt halt, weil sie so moralisch überlegen tut. Aber ich meine, andere hat hier Tiger Exotic, das siehst du dann in der zweiten Folge, Spoiler, da siehst du, dass die Mitarbeiter, also die kriegen dann so Fleischreste aus den Supermärkten und davon ernähren die sich, weil die halt irgendwie nur so $120 in der Woche Lohn kriegen. Wahrscheinlich hat der Freund deshalb so schlechte Zähne, weil der Team eigentlich auch nichts Vernünftiges zu essen gekriegt hat. Und genau, jedenfalls finde ich, sind halt alle wirklich gleich verrückt. Und dann ist die Frau aber irgendwie der größte Buhmann. Das finde ich nicht okay. Naja, ich würde vielleicht sogar Buhfrau sagen. Entschuldigung für diesen blöden, viel zu billigen Gag. Aber ja, das ist aber immer so, wenn eine Frau also moralisch Fett auf die Tonne haut. Das ist ein Zeichen, wenn man so will, von größerer Machtarmut, womöglich immer ein probates Mittel, zu moralisieren. Dann ist es besonders anstößig, wenn sie dann als genauso armes Würstchen enthüllt bleibt oder wird, wie eben Tiger Exotic, um den es ja eigentlich im Kern geht. Ja. Ja, schwierig. Also deswegen ist die Menschensorte Frau ja nicht schlecht, aber das ist so. Ach, danke, Jan. Ja, gern. Ich finde Männer per se auch nicht scheiße. Danke, ja. Ich bin da noch nicht so sicher. Du bist nicht sicher, ob du Männer nicht per se scheiße findest? Ich habe keine Ahnung. Ich habe mir dazu noch kein abschließendes Urteil gebildet. Das müssten wir nochmal bei einer nächsten Folge machen. Männer und Frauen. Also suchen wir uns andere Stichworte. Aber du hast recht, eigentlich ist Tiger Exotic eine Gender-Serie auf eine verkappte Weise. Und es ist eine sehr gute Interpretation. Dankeschön. So, und du hast Fauda geguckt, ich habe das nicht geguckt, mein Freund guckt es. Ich habe den Einstieg verpasst. Ja. Geht es da auch um Gender? Nee, ne? Da geht es um so der heißeste, Konflikt. Aber, ja. Also das ist jetzt, die dritte Staffel ist seit einigen Tagen available auf Netflix. Entschuldigung für den Werbeblock. Und das ist, wie gesagt, drei Staffeln. Ich neige dann so zum Binge-Watching, also zum Rumjunken, mir das alles reingezogen die letzten 4 Wochen. Und Fauda bedeutet Chaos auf Hebräisch. Und das ist eine Elite-Einsatztruppe, die sich um aufkommenden Terrorismus in den palästinensischen Gebieten, also im Westjordanland und in Gaza, zu kümmern hat. Und jede Staffel hat 12 Folgen. Und diese Elitetruppe, die besteht so aus all in all 6, 7 Leuten. Da ist eine Frau dabei. Und der Held ist Lior Raas. Der hat an den Drehbüchern auch mitgeschrieben. Der ist selber aufgewachsen, auch hebräisch, aber auch arabisch. Das heißt, das ganze Tun der Truppe lebt auch davon, dass sie auch alle Arabisch können. Also kurzum, ich habe so ein Faible für so
Serien, in denen auch real Gewalt stattfindet. Also unentwegt werden da Leute erschossen, aber das ist wie bei den, das ist jetzt kein Gewaltfetisch, der da dargestellt wird. Also es geht da hart zur Sache, aber es sieht alles wie aus dem richtigen Leben aus und durchweg ist es so, dass die palästinensischen Männer und Frauen in der Serie nicht nur nicht schlecht abschneiden, sondern dass deren Gründe eigentlich extrem nachvollziehbar sind zu tun, was sie dann tun wollen. Also das ist jetzt nicht nur einfach nach dem Schema die Guten und die Schlechten. Und aber das ist wahnsinnig spannend und präzise gemacht, im Übrigen auch wesentlich billiger als jetzt eine gewöhnliche Tatortfolge. Und das ist ja, darum geht's, das ist die Währung. Ist es spannend? Ist es glaubwürdig? Sehen die Leute gut aus? Die sehen alle nicht so aus wie ARD und ZDF-Figuren und das ist vielleicht der allererste Vorzug. Ich kann dir das nur empfehlen. Und ist es eine israelische Serie oder ist es eine Kooperation? Oder es ist inzwischen eine Kooperation mit Netflix und die erste Staffel wurde, also die werden... Alle drei Staffeln sind in Israel gedreht worden von einer israelischen Firma, von einer sehr kleinen Firma. Die zweite Staffel ist so ein bisschen glatter, weil sich da die amerikanischen Storyliner sich auch ein bisschen zu viel eingemischt hatten. Das war so ein bisschen fast zu rührselig, aber es ist rau, es wird auch nicht alles erklärt und es ist leider alles furchtbar tragödisch und voller menschlicher Dilemmata. Und keine einzige Figur findet man durch die Bank sympathisch oder unsympathisch, gleich auf welcher Seite. Das ist ja mitreißend. Ich habe halt nur einmal kurz reingeguckt und es war so balla balla. Jemand wird erschossen. Weiß nicht, hat mich irgendwie nicht so angesprochen. Ja, meinst du, ich könnte dir eine Familienserie empfehlen? Die beste beste Familienserie aller Zeiten ist Six Feet Under. Und da habe ich jetzt gerade, die habe ich halt vor Jahren geguckt, fast Jahrzehnten. Und da habe ich jetzt gerade wieder angefangen, die zu gucken. Man ist ja so schön vergesslich und... Also dann müsstest du mir eine richtig krass gute Familienserie empfehlen. Ja, das werde ich jetzt tun. Das werde ich jetzt tun. Darf ich? Ich war ungefähr bis vor 2 Wochen mit dir komplett einer Meinung. Die beste Familienserie ist Six Feet Under. Da habe ich, bevor ich die erste Folge, da habe ich gedacht, wieso soll ich mir jetzt eine amerikanische HBO-Serie angucken, die... in einem, also deren häuslicher Kern ein Bestattungsinstitut ist. Und dann bin ich süchtig geworden. Und vor 3 Wochen widerfuhr es mir, dass mir von einem israelischen Freund empfohlen wurde, ich möge mir Stiesel angucken. Ah ja, davon hast du erzählt. Ja. Und Stiesel spielt in einem ultraorthodoxen Viertel, also wo jetzt gerade Corona-Epidemie im Quadrat hoch 7 ist. Und spielt in Jerusalem, teilweise auch in dieser Hoch-Corona-Stadt kurz vor Tel Aviv. Und ich dachte nur irgendwie, danke für den Tipp, Nathan, aber wieso soll ich mir jetzt was von den Ultraorthodoxen angucken? Und dann guckte ich die erste Folge und wusste nach 5 Minuten, dass ich werde jetzt diese Serie nicht beenden, also ich werde nicht vom Sofa gehen, vielleicht mache ich mir nochmal zwischendurch eine Tütensuppe, bis ich alles gesehen habe. Es war eine Familienserie, wo alles drin ist. Liebe, Horror, Leid, Verzicht und dauernd diese unmöglichsten Formen von Übergriffigkeit in den Familien. Und da spielen bezaubernde Leute. Und da gibt es Leute, die ich am Anfang überhaupt nicht mochte, dass ich dann bei dem Patriarchen, bei dem Vater dachte ich, boah, mein Vater war ja auch schon schlimm und aggro und so. Und aber der dürfte auf gar keinen Fall mein Vater gewesen sein. Und dann stelle ich plötzlich am Ende fest, ich mag den. Also selbst in seiner ganzen Seltsamkeit und alle sind irgendwie schwierig und alle versuchen irgendwie nur
mit dem auszukommen, was sie selber nur einmal haben, nämlich ein Leben. Und das ist sehr, sehr glaubwürdig gedreht. Stiesel, also wie gesagt, ich dachte, das ist jetzt irgendwie so ein Exoto-Ding. So. Mhm. Ich als gottloses, säkulares Schaf gucke mir dann irgendwie so eine komische Religionsserie an. Aber es ist eigentlich nichts anderes als die geschickteste, interessanteste, intensivste Familienserie, die ich seit Six Feet Under gesehen habe. Okay, das klingt jetzt natürlich extrem interessant für mich. Und die sehen auch alle gut aus und man versteht sie auch. Sag mal, hast du irgendwelche News, ob bei Facebook jemand was von uns wissen will? Nee, ich habe die News bekommen, dass niemand was von uns wissen will. Vielleicht haben wir da eine Quote von, keine Ahnung, wir gucken ja zu, Peter guckt zu. Luisa guckt zu und mein Mann guckt zu im Zug, glaube ich, noch im Moment. Und vielleicht sind wir nur 7. Ja, ist auch okay. Ist auch okay. Hm. Worüber wollten wir noch reden? Du bist gar nicht bei Instagram, ne? Nee. Ich wollte dich heute taggen und das ging aber gar nicht. Ja, das ist so bei mir so ein bisschen wie twittern. Ich weiß, ich sollte bei Twitter mehr sein. Aber mir fehlt die Zeit. Also man braucht auch Zeit, um sich um all diese Dinge zu kümmern. Also ich habe immer wahnsinnig viel damit schon zu tun, auf Facebook für mich interessante Dinge zu posten, weil ich davon profitiere, dass andere mir auch interessante Texte posten, zu meinem großen Lektüregewinn. Aber dieses kurzatmige, schnelle Twitter-Reagieren. Und warum würdest du mir Instagram empfehlen? Also ich habe mich ehrlich gesagt schon gefragt, ob sozusagen hier unser Gespräch, ob das nicht eigentlich bei Instagram stattfinden sollte, weil ich finde sozusagen jetzt gerade in dieser Corona-Zeit probieren ja alle irgendwie rum mit irgendwelchen Live-Formaten. Und bei Instagram habe ich irgendwie so die interessantesten Live-Formate gesehen. Es gibt einmal den Account Kanakistan. Ich glaube, dass ich da neulich was gesehen habe und genau, und natürlich Instagram ist einfach, da gibt es so tolle Meme-Accounts, also zum Beispiel gibt es den Account Galeria Arschgeweih und die machen ganz tolle Memes mit so Bildern von den No Angels und so, diese vergangene goldene Deutsch-Pop-Zeit. Oh, die habe ich mal kennengelernt. Und genau, kennst du Claudia Obert? Der Name sagt mir irgendwas. Das ist so, die ist, wie heißt diese Sendung? Promis unter Palmen oder so. Und sie hat eigentlich so einen Fashionladen in Charlottenburg. Und die macht einfach sehr, sehr lustige Sprüche. Meistens beinhalten sie Alkohol. Und irgendwie gerade so in dieser Corona-Zeit, wenn ich mich manchmal so ein bisschen so down fühle, dann gucke ich bei Galeria Arschgeweih und da ist immer was zu machen dabei. Würdest du mir, wenn wir uns das nächste Mal physisch wiedersehen, vielleicht nächste Woche Instagram helfen mit einzurichten? Klar, Jan. Ah, super. Aber hey, nur wenn du einen Mundschutz trägst. Hast du Na überhaupt... klar. Ich habe 2. Mhm. Das hat eine Freundin von mir aus Kiel, Suse Bartsch, genäht. Also die sind mir lieb und teuer, aber mich nervt ein bisschen die Anmutung. Also Mundschutz tragen für sich genommen, finde ich, da sind wir Deutschen alle, die hier leben, gerade in meinem Neukölln, finde ich wahnsinnig so postpreußisch verzickt. Also denke ich mir, was soll das? Wir können doch wohl noch mal eine blöde Maske tragen. Weil das ist eigentlich wahnsinnig fashionable, wenn man irgendwie das so, wenn man sich so von den klassischen Mann, Frau, Farben, ja so, also so, das ist mal eine ordentliche Maske, verabschiedet. Ich habe bei Suse Bartsch bei meiner Freundin jetzt bestellt eine Maske mit Blümchen und da habe ich gesagt, es dürfen gerne Astern sein können, was weiß ich, oder dass es so ein bisschen koloriert ist. Aber das Problem ist, man muss sie ja unentwegt waschen. Und das finde ich, es gibt noch kein probates Verfahren. Also angeblich soll man das nicht in die Mikrowelle tun, aber ich habe ohnehin keine. Und dann in den Backofen ist aber auch doof. Also das finde ich, das
klingt schon so von diesem von den ganzen Do's und Don'ts wahnsinnig kompliziert. Und jetzt steht hier vor mir, also genau hinter der Kamera steht jetzt neuerdings ein Bügelbrett, damit ich meine Maske ein bisschen aufpepp. Jan, bügelst du auch deine Jeanshosen? Ja, klar. Oh Mann. Was ist daran so schlimm? Das ist unnötig. Hast du nicht das Gefühl, du verschwendest deine Lebenszeit, wenn du das... Nee, das ist ja Meditationszeit. Das kommt nämlich auch dazu. Darüber wird übrigens in Corona-Zeiten nicht gerne gesprochen, dass plötzlich auch sehr viele Männer das Putzen entdecken. Das ist nämlich eigentlich eine mitteleuropäisch säkulare Form der Zen-Meditation. Also man versenkt sich sozusagen in den Seifen und in den Schaumblasen und hat hinterher, es gibt schlimme männliche Putzteufel, ich glaube, ich gehöre nicht dazu, aber beim Putzen kann man wahnsinnig gut nachdenken und hat hinterher was erreicht. Aber woher nimmst du die These, viele Männer entdecken jetzt gerade das Putzen? Das ist Privatempirie, doch so. Hallo? Das, genau, da möchte ich gerne mal die Zahlen sehen. Ja, ich habe die Zahlen. Also ich habe da eine Studie aus dem Expertenstudio für Studien. Also kann man ja noch mal was drüber schreiben. Aber da steht ganz klar, also der Trend, Männer putzen immer mehr. Aber du musst auch voll aufpassen, dass du deine Studienergebnisse nicht zu zeitig veröffentlichst, weil dann sind sie noch nicht durch den, wie heißt das, Peer Review gegangen. Peer Review, oder was sagt Christian Drosten immer, wo er denn so bestimmte Studien immer fand, so auf dem Pre-Server. Das sind so, wir lernen auch im Moment so tolle, viele tolle neue Worte. Und er erklärt sie auch nicht alle. Das ist so wie so in so einem Krimi eine bestimmte Handlung, die versandet und die ist auch völlig egal. So, so es müssen, muss auch nicht alles erklärt werden. Und ja, aber diese Studie habe ich parat. Also die. Sag mal, du bist so richtig in love mit Drosten, oder? Ja, ich finde seine Frisur gut, aber ich finde auch vor allen Dingen klug, was er sagt. Und der ist so auf so eine verblüffende Weise macht anti-geil. Der sagt immer ganz klar, das können wir im Moment wissen, das sind die Indizien, aber entscheiden müssen andere. Und das finde ich gut. Also da laufen auch noch so ein paar andere Vögel in der Szene darum, also die da auf eine wesentlich übergriffigere Art politikberatend unterwegs sind. Also ich will nicht wieder mein Evil da nennen, aber das gefällt mir gut, dieser Drosten. Der lässt mich teilhaben an einer Irrtumswahrscheinlichkeit, an dem, was man Wirklichkeit nennen könnte. Ich habe auch eine Studie, Jan. Oh. Ganz viele Menschen in Deutschland schlafen neuerdings mit Christian Drosten ein. Wirklich? Ja, weil sie anfangen, den Podcast zu hören und er hat so eine beruhigende Stimme und erzählt dann so und dann ist so, ah ja, alles im Griff. Okay, ciao. Ja, und im Schlaf lernt man ja, das wissen wir aus chinesischen Studien, im Schlaf lernt man eigentlich am intensivsten. Wusstest du das? Habe ich schon mal drüber meditiert, ja. Ja. Nein, ich würde einfach sagen, für mich ist das ein steter Höhepunkt dieser seltsamen Corona-Welt, die in der sich unser modernes Deutschland auf so eine interessante Art unhysterisch verhält. Also es gibt natürlich auch Leute, die sich treffen. Dann kann ich immer nur sagen, ja, dann lass sie sich treffen. Und dann, die wissen ja, dass sie es nicht tun sollen eigentlich. Aber mein Spitzenspruch oder man könnte sagen, das Spitzenstatement ist eigentlich das der Königin von England gewesen. Ihr letzter Satz ihrer Fernsehansprache, we will meet again. Also das ist herzergreifend. Ich habe geweint, ehrlich gesagt geweint bei ihrer Ansprache. Sie war die erste, die mich wirklich so im Herzen berührt hat. Ja. Muss ich schon sagen. Ja, sie war schon immer besser als Lady Di. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Aber stimmt, sie hat gesagt, we will meet again. Weil wir hatten ja heute
Ja. Hab ich ja für unseren noch Chefredakteur, Georg, hatte ich ja so ein Zoom-Flash-Mob organisiert von Leuten, die sich dann nochmal von ihm verabschiedet haben. Genau, und da hatten Katharina, unsere Assistentin, und ich ein Lied rausgesucht, was heißt We'll Meet Again. Das war von Vera, das war, ist im Original von Vera Lynn gesungen worden. Das war ein quasi das, das der Gegenentwurf des antifaschistischen Empire unter Churchill, also gegen Lala Anderson und die wie einst Lili Marleen. Das war We Will Meet Again. Das war ein Durchhaltelied. England war ja schon bombardiert worden durch die Wehrmacht, durch die Nazi-Truppen. Und es braucht solche Symbole. Und das fand ich also heute auch sehr emotional, dass du dieses Lied in einer modernen Version ausgesucht hast. Und das war sehr passend. Und die Königin sagte aber nicht We'll Meet Again, sondern sie sprach die Worte außerdem auf ihre typische Weise so fast so tonlos aus. We will meet again. Und das... We will meet again. Again, genau. Mit so einer kurzen Pause. Ja, hatte übrigens auch einen... Ich habe mich gefragt, was hatten sich die Schneider dabei gedacht? Also ihr diese Textilien nahezubringen. Es war großartig. Grün mit so einer schönen Brosche. Sag mal, wir machen ja hier quasi sozusagen wie so einen verlängerten Soundcheck, weil wir gucken wollen, wie so Live-Gesprächsformate für die Taz funktionieren. Auch so eine Laberrunde, wie wir sie gerade machen. Ich würde gerne mal die 7 Leute, die uns gerade zuhören und zuschauen, vielleicht mal bitten zu sagen, was sie noch so einen konstruktiven Feedback haben. Also so. Ja, wir haben Zuschauer. Ja, ja, wir haben Zuschauer. Ja, ja, aber was wollen die Leute wissen? Oder ist es okay, sich einfach so von so vielleicht zwei hören sie uns Unbekannten einfach zu. Betexten zu lassen? Ja, ich sitze ja manchmal auch im Café und dann höre ich einfach Leuten zu. Also jetzt nicht so im stalkenden Sinne, sondern weil es interessante, anrührende, intensive Gespräche sind. Und dann gefällt mir das für die beiden, die da sprechen. Und ja, ist gut. Hier gibt es eine Frage. Mhm. Die ist uns von unserem Regisseur Peter Rohrmann weitergeleitet worden und von Luisa. Und 2 Fragen habe ich gefunden. Lese seit 41 Jahren die Taz. Mein Wunsch, wieder mehr Klassenkampf und weniger Gender-Zeugs in der Taz. Meint ihr, dass ich das noch erlebe? Was meinst du, Katrin? Naja, also erstmal würde ich sagen, nur wenn man von dem einen mehr macht, muss man von dem anderen nicht weniger machen. Also ich finde jetzt nicht, dass wir weniger Gender-Zeugs brauchen. Und mehr Klassenkampf. Naja, also unsere neue Chefredakteurin Ulrike Winkelmann, die hat ja einen ganz klaren sozialpolitischen Schwerpunkt auch. Und da freue ich mich auch drauf zu gucken, wie da bestimmte Themen mehr reinkommen. Ja, aber klar, es ist in der Tat ja schon auch so in der Redaktionsstruktur, dass du zum Beispiel, du bist ja tatsächlich einer der wenigen, der aus einem sogenannten Arbeiterhaushalt kommt. Ich meine, es gibt schon auch ein paar andere, aber es ist von den Leuten ja schon mehr sozusagen so ein akademischer Haushalt im Hintergrund. Und ich glaube schon, dass das dann auch dazu führt, dass bestimmte Themen vielleicht weniger stark betrachtet werden, obwohl ich auch finde, dass jetzt gerade in dieser ganzen Corona-Berichterstattung haben wir ja versucht, sehr bewusst auch einen Schwerpunkt auf die Leute, die nicht so viel Geld haben, zu setzen. Und zum Beispiel auch einen Schwerpunkt zu setzen auf die Geflüchteten in Moira. Und das ist jetzt sozusagen nicht die klassische deutsche Arbeiterfamilie, aber das ist für mich auch Klassenkampf. Und genau, aber klar, da ist auf jeden Fall Luft nach oben. Was denkst du?
Ja, es gibt momentan leider, also wir als Taz sind ja eigentlich das Blatt, das diese, das, was ich Tragödie bezeichne, eigentlich ganz ungerne hinnehmen möchte. Das darf die Taz auch nicht. Das ist so ein wirklicher Identitätskern. Aber im Moment haben Flüchtende übers Mittelmeer, sei es von Libyen aus oder Marokko, das ist sowieso schwieriger, oder über die Ägäis, im Moment schlechte Karten. Und ich glaube, das muss man einfach so hinnehmen. Und ich denke in erster Linie, was Journalismus anbetrifft, auch gar nicht an Sozialpolitik, sondern für mich ist das, was der eine Frager aufgriff, eigentlich gar nicht so sehr eine Frage der Sozialpolitik. Das können wir schon, seit ich in der Taz arbeite, jetzt in der Zentrale. Das können wir wirklich gut, und Ulrike Winkelmann hat dazu immer, und auch Barbara Dribusch haben dazu immer wahnsinnig viel gemacht. Aber das Kulturelle, also ich frage mich immer, wieso berichten wir eigentlich über die sogenannten Prekären, wenn wir deren kulturelle Umgangsform eigentlich von morgens bis abends nur Scheiße finden? Also wir sind eigentlich klassisch ein neobildungsbürgerliches Blatt, und dagegen ist auch nichts zu sagen. Also das ist jetzt keine moralische Kritik. Aber uns fehlt dieser Aspekt, und uns fehlt sozusagen der erfrischte, selbstdistanzierte Blick auf das, was wir eigentlich politisch auch im Sinne von solidarischer Allianzen unbedingt mit in den Blick nehmen müssten. Und insofern finde ich Genderfragen und Klassenfragen überhaupt kein Widerspruch. Aber ich bin vor allen Dingen dafür, dass wir, was Flüchtlinge oder Migrantinnen anbetrifft, uns viel stärker auf dem Feld aufhalten, wo sie nämlich im Moment millionenfach sind, nämlich hier in Deutschland. Das werden ja hoffentlich alles unsere deutschen Bürgerinnen und Bürger, die werden ja hoffentlich sich alle einbürgern lassen. Und dann haben wir sozusagen, also dann haben wir nochmal der AfD recht gegeben. Und da kann ich nur sagen, gut so. Und ich will aber darauf hinweisen, dass das für die im Moment wahnsinnig schwer ist, Deutschkurse zu besuchen, überhaupt irgendwie, die sind nachher von der ökonomischen Krise mutmaßlich mit am stärksten betroffen. Und ich finde, da sollten wir unbedingt mehr ein Augenmerk darauf richten. Aber was meinst du genau mit dem kulturellen? Also du meinst, wenn du jetzt sagst, es geht nicht so sozusagen um das Sozialpolitische, sondern eher um das Kulturelle. Meinst du dann, Naja, keine ich will, Ahnung, das bestimmte könnte. Fernsehsendungen oder Da so? machen wir noch mal eine Extrasendung draus, finde ich. Da holen wir uns vielleicht auch noch mal einen Fachmenschen. Aber zum Beispiel, um es jetzt ganz knapp zu machen, Helene Fischer ist eigentlich innerhalb der Taz eine ästhetische Brechvokabel. Also wenn man Helene Fischer sagt, dann hat man irgendwie alle Mehrheiten auf seiner Seite oder ihrer Seite. Und dabei wäre das für die Taz auch journalistisch ein ambitioniertes Projekt, herauszufinden, warum sie eigentlich Erfolg hat. Also was sind eigentlich ihre Ingredienzen, dass sie auf eine Weise also ein Superstar ist, wo wir eigentlich, siehe Beyoncé, da wollten wir ja auch noch drüber reden, dass sie inzwischen an die ökonomische Güteklasse einer Beyoncé ranreicht. Also das ist doch interessant, und da kann man nicht einfach tun, das ist sowieso alles nur kleinbürgerlicher und proletarischer Dreck. So, das kann man ja privat finden, aber journalistisch wäre die Aufgabe zu gucken, was zum Teufel macht sie so richtig? Ja, aber da zum Beispiel erinnere ich mich, ich weiß nicht mehr, wie lange es jetzt her ist, wahrscheinlich ungefähr 2 Jahre, hatten wir von Silke Burmeister einen ganz tollen Text über Helene Fischer, wenn ich mich jetzt nicht komplett falsch erinnere. Müsstest du doch auf dem Schirm haben, Ja, oder? den erinnere ich als gar nicht so gut, sondern ich, vor allen Dingen Silke, die ich sehr schätze, wusste zu viel schon vorher. Und ich würde bei Helene Fischer erstmal sagen, an Tatzenstelle würde ich an so ein Phänomen rangehen, mit dem Vorsatz, ich habe erstmal gar keine These, die ich gelesen habe, sondern what the fuck macht sie da eigentlich? Ich habe das selber mit meinem Mann mal in Bremen erlebt, und wir wollten ausdrücklich ein Konzert von ihr besuchen, nicht in Berlin, nicht in Hamburg, also in den üblichen Metropolen, sondern in Bremen. Ich bin fast vom Stuhl gefallen. Das Publikum war eines, das man in den üblichen Hipster-Kontexten natürlich überhaupt nicht sieht. Und das war ein
Publikum voller Liebe und Inbrunst. Und ich dachte, das war so im Grunde genommen, wenn ich das mal so ein bisschen großthesig sagen darf, war völlig anti-AfD. Es war free und easy, es war locker, aber es war irgendwie nicht eben diese typische Modernisten-Crowd, in der wir so gewöhnlich rumtouren. Und die Show selber, das ist bestes Las Vegas, das ist Cirque du Soleil. Also da kann man irgendwie nur sagen, handwerklich. Also ich persönlich mag nicht mal das Lied Atemlos von ihr. Aber so, das ist so, mich berührt es nicht. Aber ich habe Respekt vor jemandem, der was kann. Also so genauso wie ich Handwerker und Handwerkerinnen bewundere, die ihren Beruf virtuos beherrschen. Und das gilt auch für Showbusiness. Also irgendwie so ein lumpiges Rumgeschrummel und hinterher sagen, das war aber politisch anspruchsvoll, also müsst ihr klatschen. Da kann ich nur sagen, fuck off, nicht mit mir. Und also ich will damit nur sagen, das könnte die Taz eventuell auch noch ein Stück weit lebendiger machen. Naja, und ich habe das Gefühl, ich spreche gerade mit dem Autoren, der diesen Text schreiben könnte. Was willst du denn über Beyoncé wissen? Die hast du in unseren Ankündigungstext reingeschrieben. Ja, weil ich weiß, dass du eine Beyoncé-Nerdin bist. Und das finde ich gut. Ja, das ist schön. Aber ich meine, dass sie die coolste Socke aller Zeiten ist, ist ja irgendwie klar, oder? Was sollen wir denen? Sie hat jetzt auch Geld gespendet, ich glaube 6 Millionen US-Dollar ja. Für Leute, vor allem mit psychischen Belastungen jetzt in dieser Corona-Zeit. Ist geil. Die Musik ist toll. Ich hab da gar nichts groß auszuführen. Würdest du mir mal, das kannst du mir auch hinterher mailen oder du kannst mir das nochmal nächste Woche sagen, wenn wir uns sehen. Natürlich mit Mundschutz. Sag mir doch mal einfach so ein Album, das ich unbedingt hören muss. Und ich mache das sofort. Und ich habe bisher immer nur Bilder und so Schnipsel, Bilder gesehen und Schnipsel gehört. Das ist natürlich anbetungswürdig. Aber ich bräuchte noch mal so einen etwas nerdigeren Zugang. Aber ich hoffe, dass du mir den geben kannst. Okay, es ist nicht einfach nur ein Album, Jan. Es ist eine Netflix-Show. Oh. Beyoncé live bei Coachella. Ich glaube, da hatte sie letztes Jahr einen großen Auftritt und die ist mit so einer gigamonströsen Big Brass Band da aufgetreten und super geil. Und dann gibt es natürlich auch so ein bisschen Bilder von den Proben und so und wie anstrengend es für sie war und was für eine harte Zeit in ihrem Leben und so weiter, weil sie da gerade ein Kind gekriegt hat. Also gibt es auch so Personal Story. Und die Musik, aber wie sie da ihre Songs auf der Bühne aufbereitet, ist einfach genial. Also ja, ganz viel Black Culture drin, ganz viel Spaß drin, ganz viel Wut auch drin und Liebe natürlich. Natürlich schwebt sie auch irgendwann über dem Publikum, aber auf so einem Podest, jetzt nicht so freischwebend, wie wenn du halt, weil das ist ja so live. Ja. Klar ist es live, Open Air meine ich. Und deswegen hat sie dann oben keine Drähte, um sich zu befestigen, aber sie stand dann auf so einem Ding und ja, guck dir das mal an, Jan. Okay. Ja? Also ich, Resonanz nächste Woche. Wir haben hier noch eine Frage, die ich tatsächlich nochmal auf unseren ganzen Anfang verweist. Also wobei ich nochmal, ich jetzt nicht nur freundschaftlich gesinnt nach Beyoncé gefragt habe und dass du mir den Stoff nennst, um den ich mich zu kümmern habe. Es ist ja, und das nochmal auf die Frage mit den ganzen Gender- und Identity-Politics-Geschichten, es ist so verblüffend, dass bestimmte Identity-Politics-Geschichten in der Taz so aggressiv vorgetragen werden. Ich denke mir immer so, ich habe in meinem ganzen Leben mich, was meine Heroes anbetrifft, eigentlich immer nur mit Glam, Damen und viel sehr wenigen Herren identifiziert.
die zu Minderheiten, zu Verfolgten oder zu Diskriminierten gehören. Also angefangen, das ist sowieso meine Göttin, Barbara Streisand und Aretha Franklin. Und dann kommen noch ein paar andere dazu. Streisand, die als Brooklyn-Jüdin den Weltaufstieg überhaupt geschafft hatte, muss man auch erstmal können. Und man muss das Können haben. Und Beyoncé fand ich schon immer, das sollte mir mal Katrin Hall bringen. Ich glaube, da bin ich fixable. Aber ja, was ist denn die Frage, auf die du dich gerade beziehst? Also ob die Taz nicht irgendwie mehr Klassenkampf und weniger Gender. Ich will ja dem Leser nur recht geben, wir machen beides und wir machen das beides auf eine intensive Art. Und manchmal gefällt es eben nicht allen. Aber wir als Blatt müssen eben auch so streitbar, auch intern streitbar bleiben. Das gehört mit sozusagen zu unseren Klassikern unserer Küche. Hm. Eine Frage gibt es. Vielleicht noch ganz kurz zum Thema Klassenkampf oder Gender-Gedöns. Wahrscheinlich, jetzt greife ich ein bisschen vor, aber wenn alles gut läuft, wird es passieren, haben wir bald einen Podcast von der geschätzten Kollegin Sarah Ulrich, die sich mit Care-ArbeiterInnen beschäftigen möchte. Also sozusagen ne, dieses ganze, diese ganze Pflegepersonaldebatte gerade oder auch Kassiererinnen, die jetzt in dieser Zeit die ganze Zeit arbeiten mussten. Das sind ja Themen, mit denen wir uns auch beschäftigen und wo sich halt diese beiden Themenfelder ja total eng berühren. Was auch nochmal ein Zeichen dafür ist, dass man es nicht gegeneinander stellen muss. Ich hoffe, sie hat auch mal eine Gabelstaplerfahrerin dabei. Nee, so wie ich mal vor ein paar Wochen in so einem Baumarkt gesehen habe, Mann, war die virtuos in ihrem Job. Mann. War beeindruckend. Es gibt hier noch eine Frage mit dem Mundschutz. Da fragt einer unserer Zuschauer, warum das so spät gekommen ist. Und ich probiere jetzt mal eine Antwort und vielleicht widersprichst du mir. Ich glaube, die ganze Geschichte mit dem Mundschutz ist spät gekommen, weil ein Mundschutz eigentlich virologisch, epidemiologisch, das sagen alle, da sind sie sich fast alle einig, wenig bringt. Aber ich habe schon immer gefunden, ein Mundschutz ist erstmal ein modisches Angebot der Differenz, also wäre sowieso schick gewesen. Aber zweitens macht es die Leute psychologisch ein wenig stabiler. Das ist so ein bisschen, so ein Mundschutz ist ja eigentlich wie bei AIDS ein Kondom. Mhm. Und zwar, ein Kondom hat ja damals bedeutet, da gab es ja auch eine intensive politische Auseinandersetzung, wenn zwei Leute Sex miteinander haben wollen, signalisiere ich, dass ich selber ansteckend sein könnte. Und deswegen trage ich ein Kondom, also quasi als ein demokratisch-menschliches Angebot. Mhm. Und dass derjenige, der womöglich ungetestet dann doch HIV-positiv ist, nicht in der moralischen Pflicht steht, den anderen darüber aufklären zu müssen. Das heißt, irgendwann war das Kondom einfach das Tool der Wahl. Und so ist es jetzt beim Mundschutz. So, man schützt die anderen vor der eigenen feuchten Aerosolen-Aussprache. Und das finde ich eigentlich prima. Warum nicht? Und da kann man doch, das müssen doch nicht irgendwie graue Putzlumpen sein. Ja, also ich glaube, das ist sozusagen das eine, dass es natürlich erstmal so Fragen gab, wie viel bringt das überhaupt? Aber dann natürlich ist halt auch, ich weiß nicht, das hat Merkel, glaube ich, auch in irgendeiner PK gesagt, ist natürlich auch so das Thema, wenn du jetzt eine Mundschutzpflicht machst, hast du überhaupt das Angebot dafür? Und deswegen gibt es halt eine Empfehlung und keine Pflicht. Und jetzt in Sachsen zum Beispiel, wo es so in Supermärkten und Öffis, wo es dann eben die Pflicht gibt, da hatten die ja dann auch die Situation, dass sie dann im Rathaus Mundschütze ausgegeben haben und dann hat so irgendwie so eine 2 Kilometer lange Schlange von Leuten davor stehen, weil sie halt eben keinen Mundschutz haben. Deswegen, ich weiß nicht, wie das in Gebieten, also in anderen Bundesländern als jetzt Berlin ist, aber zumindest für Berlin weiß ich oder meine zumindest wissen, dass man hier gut an diese selbstgenähten Mundschütze rankommt und dass man da eigentlich auch eine Pflicht einführen könnte. Und es gibt ja mittlerweile auch ganz viele so
Online-Tutorials, wie man irgendwie mit einem Stück Tuch und zwei Haargummis sich da was machen kann. Und ich glaube halt auch, genau, das ist halt, dass es so einen minimalen Schutz nach außen hat, ne? Also so ein bisschen Spucke wird halt abgefangen, das ist gut. Ja. Und dass es aber auch einfach so ein Achtsamkeitssignal ist. Also ich finde halt, finde halt schon irgendwie, ich weiß nicht, manche Leute auf der Straße nerven mich krass, weil sie halt einfach nie aus dem Weg gehen und vor Corona das auch schon nicht gemacht haben. Und also kennst du diese Situation, wenn du selbst plötzlich aufhörst, Leuten auf dem Bürgersteig aus dem Weg zu gehen, dass du einfach permanent gegen andere Menschen rempelst, weil die anderen das nicht machen? Also meine Lebenserfahrung. Und dieses Tragen des Mundschutzes führt dazu, irgendwie so festzustellen, hey, irgendwas ist hier los, irgendein Virus, wir sehen es nicht, aber wir haben jetzt so Dinge im Gesicht und das führt dazu, dass wir vielleicht ein bisschen achtsamer miteinander umgehen. Würde ich mir zumindest erhoffen. Ja, das sehe ich auch so. Also dieses mit dem Gehen in der Stadt ist es so, es gibt ja Leute, die stehen dauernd im Weg. Also das hat jetzt nichts mit Corona zu tun. Aber man kann mit 99%iger Sicherheit sagen... Das sind meistens Männer, erstmal ganz ehrlich. Was meinst du? Das sind meistens Männer, Frauen auch. Und die haben alle gemeinsam, dass sie eigentlich Metropole nicht können. So routinierte Metropolenbewohner wissen sich also zentimetergenau aus dem Weg zu gehen, weil sie es können, so wie in der U-Bahn. Und das ist jetzt bei Corona eigentlich zu wenig. Bei Masken würde ich einfach sagen, das ist eine Form von Rücksichtnahme. Und ich finde, wie gesagt, ich plädiere nochmal für Buntheit und ich empfinde das eigentlich eher als misslich, wenn mir auf der Straße Leute entgegenkommen, die nur für medizinisches Personal, also Ärztinnen, Ärzte, Krankenpfleger, Krankenschwestern, vorbehaltene Super-Duper-Masken tragen. Es geht nur um das Signal und um nichts anderes. Und es gibt, wer runtergeht auf die Straße, darf nicht darauf hoffen, dass es nur ein ewiges Leben gibt. Also man kann sich anstecken, aber man kann das Risiko eben vermindern. Also das, und ich finde, Masken, das hat sich jetzt endlich durchgesetzt, dass man da die psychologische Wirkung mit in Anschlag bringt, aber nicht, wie gesagt, virologisch ist das eigentlich eher nicht so der Knaller. Also spielt eine kleine Rolle, aber es ist nicht die entscheidende. Naja, aber es gibt doch auch diese Theorien, dass, in Südkorea halt, dass die da die Krise gut im Griff haben, weil halt alle mit Mundschutz unterwegs sind. Und klar, weil es dann halt auch überall so Desinfektionsmittel gibt und so. Also eine Kombination, aber schon eine Kombination, die Mundschutz beinhaltet. Ja. Wir müssen noch jetzt vielleicht am Ende über etwas reden, was wir auch als Frage zugespielt bekommen haben von Luisa und Peter. Wird Corona die politische Landschaft verändern? Was meinst du? Ja, schon. Also, ich weiß nicht. Ich finde so eine Prognose, also natürlich wird Corona alles verändern, auch die politische Landschaft. Ich könnte jetzt irgendwie nicht genau sagen, in welche Richtung. Also, ne, es gab ja jetzt auch so Tendenzen, dass die AfD sozusagen so ein bisschen weniger interessant wird und so weiter. Aber dieses Virus wird uns ja noch Monate begleiten und man merkt ja schon auch jetzt, wie so die Verschwörungstheoretiker langsam so ein bisschen aus ihren Löchern kriechen und irgendwie versuchen, sich der Sichtbarkeit zu verschaffen und das sozusagen diese ganze psychologische Misere, die dann halt auch in der politischen Stimmenabgabe einen Ausdruck findet, das wird sich halt noch extrem weiterentwickeln und ich weiß nicht, da könnte schon auch sein, dass dann so eine rechte Partei wieder interessanter wird. Ja. Aber was ja zum Beispiel eine total gute Entwicklung war da in Bayern bei den Kommunalwahlen,
die dann ja nur per Briefwahl stattgefunden haben, ne, damit die Leute nicht in irgendeine Schule gehen, um ihre Stimme abzugeben, dass es da eine höhere Wahlbeteiligung gab. Also das ist sozusagen vielleicht was, was man auch für die Zeit nach Corona lernen kann, dass man auch sozusagen ein höheres politisches Engagement hinkriegt, wenn man irgendwie die Zugänglichkeit durch eine Briefwahl erhöht, eine obligatorische. Ja, das, also die Leute sind offenbar, das entnehme ich, also Briefwahl hin oder her, aber die Leute sind politisch wach. Mich ärgert das ehrlich gesagt, also so diese alten Freund-Feind-Gefühle, wie ich sie noch aus den 60er Jahren kenne, aus den frühen 70er Jahren, vor allen Dingen Union und SPD. Ich komme aus einer Familie, die so sozialdemokratisch grundiert ist, dass man irgendwie das schon für anstößig hielt, 3 Kilometer mit dem Rad zum Einkaufen zu fahren, nämlich nach Schleswig-Holstein. Das war aber ein CDU-Land, das ging gar nicht. Also diese alten Feindlichkeitsgefühle sind ja wie in der Gegenüberstellung Katholiken, Protestanten sind ja abgedimmt. Aber mich ärgert das trotzdem wahnsinnig, dass die CDU mit der kleinen Ausnahme Söder, der wirklich eine ausgesprochen erfrischende Rolle spielt, also bei allen Problemen, die natürlich seine Politik auch hinterlässt, aber dass die CDU inzwischen bei 40% ist, das finde ich auf eine wirklich irritierende Art unverdient. Hm. Und möglicherweise hat die SPD in der Großen Koalition die falschen Ministerien gewählt. Aber ich finde, mein einziger Trost ist, die CDU saugt im Moment viel ihrer ökobürgerlichen Stimmen wieder auf, die zu den Grünen gegangen sind. Und natürlich hat die CDU auch viel von der AfD geholt. Und das ist erstmal löblich. Ich finde jedes Prozentpünktchen gut, dass die AfD verliert. Und man merkt ja auch in ganz Europa, dass die Rechtspopulisten eigentlich zum demokratischen Thema in Zeiten von Corona eigentlich nichts beizutragen haben. Im Gegenteil. Ich finde, das wird sich alles wieder nivellieren. Aber es könnte sein, dass das, was wir jetzt erleben, eigentlich schon ein Auftakt ist eines sehr, sehr langen Bundestagswahlkampfes. Denn die Corona-Krise bis zum Impfstoff wird sich noch mindestens bis in einem Jahr hinziehen. Und dann ist Bundestagswahlkampf. Da muss man einfach gucken, was wird. Also bis jetzt ist es so, bei den sowohl in Brandenburg, Sachsen, und Gott sei es gepriesen, auch in Thüringen mit Ramelow, haben in Zeiten, da gab es noch kein Corona, aber haben eigentlich in Zeiten von AfD die Regierenden gewonnen. Und das werden wir vermutlich nächstes Jahr auch wieder erleben. Also sowohl in Baden-Württemberg als auch, ich glaube, in Schleswig-Holstein wird gewählt. Aber mich ärgert das, dass die CDU so viel politischen Profit aus dem Ganzen schlägt. Denn ich finde, Merkel macht einen klasse Job, also so eine gute Vorsitzende werden sie für mindestens 2 Generationen nicht wieder kriegen. Aber die anderen, also Jens Spahn macht das irgendwie auch okay. Mhm. Aber das, es geht ja im Moment auch ganz viel an politischer Wahrnehmung verloren. Also es gibt Urteile aus Karlsruhe, die Spahn nicht gewillt ist umzusetzen, das Suizidautonomie-Urteil beispielsweise. Also da gibt es Sachen, die mir politisch ganz gegen den Stachel laufen. Ja, aber ich glaube eben, dass es auch, dass es letztlich halt eine Momentaufnahme auch ist. Also das konnte man ja sozusagen überall beobachten, dass sozusagen die gerade regieren, dass die halt hohe Zustimmungswerte haben. Also ich meine, selbst in den USA mit Trump, weil sozusagen dieses Gefühl da ist, da ist eine Krise und da sind Leute, die sich kümmern. Also so, und das ist aber eine Momentaufnahme und wie das in einem halben Jahr aussieht, finde ich, ist halt irgendwie schon nochmal offen, wenn du halt auch mehr Folgen sehen kannst von bestimmten Maßnahmen oder so. Ja, da hast du mich natürlich jetzt an meinem wunden Punkt erwischt. Normalerweise pflege ich zu sagen, was morgen ist, werden wir schon morgen sehen. Und du hast recht mit der Momentaufnahme. Also davon leben wir.
also auch was unsere politischen Einschätzungen und Hoffnungen anbetrifft. Aber ich wollte das nur zur Kenntnis geben, dass mir das gar nicht gut gefällt, dass viele Sachen auch politisch ungeklärt sind und dass leider im Moment die Union profitiert. Mhm. Ja. Sind noch mehr Fragen gekommen? Nee. Ich will, darf ich einen persönlichen Punkt sagen? Mir ist von haben wir gerade objektiv die ganze Zeit gesprochen. Na, wir haben nur objektiv gesprochen. Also mir ist gerade von einem langjährigen Taz-Leser geschrieben worden, dass der Bart mir ganz gut stünde. Ich will mich dazu sagen, dass mein Lieblingsfriseur, Mohammed aus der Sonnenallee, ich glaube 31, leider erst Anfang Mai wieder in charge ist. Also und bis dahin trage ich einen Mohammed-Solidaritätsbart. Und ja, wollen wir abwarten. Ja, aber ich finde, den sollst du behalten. Ja. Der steht ja echt gut. Ja, ihn grau zu färben war wahnsinnig anstrengend. Also da den richtigen Ton zu treffen. Das hast du richtig gut hingekriegt. Ja, super. Also ich hatte mich so ein bisschen an Senta Berger orientiert. Die kriegt das ja mit ihrer Wunschhaarfarbe auch immer prima hin. Ja, gutes Shirt übrigens hast du heute an. Danke, das ist hier, ich mache mal Werbung, TDD, Bon Appetit, Tischlein deck dich. Das sind so zwei Schwestern in Berlin, die immer ganz tolle Essensabende organisieren. Die kann man auch zum Catering buchen. Und okay. Die machen auch geile Fashion. Aber du hast auch ein schönes Shirt, Jan. Ja, das ist mein absolutes Top-Chair-Shirt. wir waren vor, glaube ich, 2,5 Jahren in Washington. Das war ein Geschenk meines Mannes. Und es sollte eigentlich dazu da sein, damit wir Hillary im Weißen Haus bewundern können. Aber leider war ein falscher Bewohner drin. Aber da war ein Chair-Konzert, also in einem ganz schlimmen Casino an der Atlantikküste. Und da gab es dieses Shirt. Und seitdem trage ich das nur zu Reliquien angemessenen Ereignissen. Sehr schön. Könntest du sagen, was dein schönstes Konzert war? Oder müssen wir jetzt einfach auch mal ein Ende finden? Das ist ja schwierig, wenn man so locker miteinander spricht. Wann hört man auf? Ich habe zwei Lieblingskonzerte. Das eine war vor 2 Jahren im Januar in Bordeaux, ein halbes Jahr vor seinem Tod. Charles Aznavour, über 90 schon, er trippelte auf der Bühne. Wir haben es gesehen, es war großartig. Und dann ein Konzert von Aretha Franklin, darüber hatte ich auch in der Taz geschrieben. Ich habe geweint vor Glück, dass uns das noch gelungen war, diese wirklich stupende Künstlerin noch so gut in Form zu sehen. Deins? Natürlich Beyoncé in Frankfurt. War super geil zum Lemonade-Album. Das war ganz, ganz toll. Das war auch ganz cool, weil da waren halt so, sie zieht ja auch so ein total gemischtes Publikum an. Also jetzt vielleicht, weiß nicht, also schon nochmal andere Leute als Helene Fischer oder so. Aber auf jeden Fall jetzt nicht nur so Hipster-Cool-Leute, sondern einfach so Cool-Kids und Mamas und Papas. Und genau, das war ganz, ganz toll. Und ein Konzert, was ich mir tatsächlich jetzt vor kurzem in dieser Zeit, wo man viel Zeit hat, irgendwie nochmal angeguckt habe, von The Knife, ihr Abschlusskonzert in Berlin in der Columbia-Halle. Das war einfach so eine gigabunte Show mit ganz vielen Leuten drauf. Und die haben dann, was ich halt auch so geil finde, mir geht es halt schon auch so ein bisschen auf die Nerven bei Konzerten manchmal, gerade so diese Rockkonzerte, weißt du, wenn Leute so der Meinung sind, so besonders geil irgendeinen Gitarrenriff spielen zu müssen. Und bei The Knife, die haben halt dann auch so ein paar Songs einfach so laut gestellt, gar nicht selbst live irgendwas eingespielt und einfach geil getanzt. Und dann hat man halt so mitgetanzt und das fand ich so, ja genau, eigentlich ist doch das Geile, ich will die Songs hören, die ich von der CD kenne und die will ich ganz laut hören mit anderen Leuten und ich will tanzen. Und das fand ich wunderbar konsequent. Ja.
Ich finde, wir chillen uns jetzt mal aus der Show. Ja, ja. War schön mit dir. War schön mit dir. Und war auch schön mit dem unsichtbaren Publikum. Ja. Mal gucken, wie es so beim nächsten Mal wird, ne? Das ist wie die ersten Taz-Leser. Wir bauen jetzt unsere Basis auf. Das nächste Mal sprechen wir garantiert auch über den ESC, der dieses Jahr nicht stattfindet. Mhm. Dann reden wir so ein bisschen über, was macht Städte schön? Also auch in Zeiten von Corona. Und wir werden drüber reden, also was ist eigentlich Live-Performance? Und wir werden natürlich alle weiteren politischen Ereignisse auf unsere Art, dann würde ich mal kommentieren. Und vielleicht gibt es da neue Stars und Sternchen. Vielleicht gibt es Schnuppen, die schon am Verglühen sind. Wir sehen das dann. Jan, ich finde es nicht okay, dass du jetzt einfach hier so sagst, worüber wir reden. Wir haben uns nicht abgesprochen. Das ist nicht basisdemokratisch. Oh, Entschuldigung. Das ist nicht basisdemokratisch abgestimmt. Ich hätte dich mitnehmen und abholen sollen, so mit Augenhöhe. Ne? Ja. Ja, aber ich finde, wir können ja nochmal überlegen, was das denn für ein Thema sein könnte. Ich finde, wir könnten uns auch so streiten. Ja, wir streiten uns mal. Genau, weil das ist ja das Schöne, dass wir uns mögen und dann kann man sich auch streiten. Aber wir haben uns doch heute auch gestritten. Nee, nicht so richtig. Ja, aber die Kunst ist doch streiten ohne Rechthaberei. Das ist ja, also so ohne so eine auf den Tisch Klopfpose. Ja, das wäre auch mit dem Sound hier schwierig. Wenn man auf den Tisch klopft, dann erschrecken alle. Ja, ja, ja. Okay. Okay. Dann danken wir uns. Ja, danke. Mit einem allerletzten Satz. We will meet again. Schönen Abend noch. Danke, Peter. Danke. Danke, Luisa. Luisa. Tschüss.